So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier zurück zu Final Fantasy VII Remake. Und wie ihr seht, Cloud ist sehr, sehr nett gekleidet. Liegt im Grunde daran, wir haben ja in der letzten Folge mit Anyan das Tanzduell gemacht und er hat uns dementsprechend natürlich diesen, ja, netten Fummel gegeben. Glücksboost ist auch schön. Meister der Gegenstände. Ja, Meister der Gegenstände würde ich eher weniger nehmen wollen. Eher Magieboost. Weil Magie ist eher bei ihr so die Dings. Die Sache, womit sie angreift. So. Wir gehen jetzt auf Corneos Brautschau. Ich bin mal gespannt. Ich bin sehr gespannt. Halten. Du bist doch... Wir haben Empfehlungsschreiben von Madame M. und Anyan. Lässt du uns rein? Seid ihr euch sicher? Absolut. Ich hoffe, ihr bereut das nicht. Aber nicht doch. Na gut, dann rein mit euch. Der hat uns doch locker erkannt. Also, ne? So. Ihr wollt zur Brautschau, richtig? Die Treppe rauf, das Zimmer ganz hinten. Keine Besichtigungstouren, kapiert, Mädels? Alles klar, okay. Die Empfehlung von Madame M. Erste Sahne. Hey, nicht anfassen. Tut mir leid. Wir haben euch bereits erwartet. Ich dachte, ich hätte irgendwie da rein. Die Empfehlung von Anja, der hat Geschmack. Das Zimmer ist da hinten. Dalle! Ja, ja, immer mit der Ruhe. Meine Güte. Immer diese Hektiker. Ach, schlimm. Was ist das für ein seltsamer Geruch? Da wird einem ja ganz schwummrig von... Schlafgas! Schnell raus hier. Verdammt! Cloud! Hauptsache, dass es denn nicht auspumpiert. Fühlt ihr euch etwa nicht gut? Ich bin untröstlich. Wir bringen euch jetzt mal zum Ruheraum. Da könnt ihr Hübschen euch etwas erholen. Ja, dann lasst uns mal losgehen. Wo bringt ihr uns hin? Vorsicht, passt auf, dass ihr nicht hinkommt. Hey, etwas sagt er bitte. Hä? Bin ich doch mal. Wir zwei sind Corneos-Gäste. Wenn denen was zusteht, macht der Hackfleischer so. Das weiß ich doch selbst. Diesmal ist die Auswahl aber echt allererste Sahne, oder? Oh Gott. Hey, geht es dir gut? Tifa! Ja? Alles okay? Ein Glück. Also... Bist du das etwa, Cloud? Wieso bist du geschminkt und dieses Kleid? Sag einfach nichts, es ging nicht anders. Bist du okay? Ja, mir ist nur ein bisschen schwindelig. Tifa, nicht wahr? Hallo. Hallo. Mein Name ist Aris. Ich bin eine Freundin von Cloud. Wir sind hier, um dich zu retten, Tifa. Oh, vielen Dank. Reden können wir später. Erstmal raus. Hä? Hier ist gefährlich. Nein, ich habe doch noch gar nichts rausgefunden. Hä? Weißt du,
Nachdem wir dich verloren hatten, waren in den Slums bei uns ein paar komische Typen. Ich habe nachgeforscht. Und bist auf Corneo gestoßen. Hm. Sie wollten Avalanche ausspionieren. Aber mehr konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Deswegen will ich's aus Corneo quetschen. Tiefer. Wenn ich ihm gefalle und er mich auswählt, kann ich unter vier Augen mit ihm reden. Darauf habe ich's angelegt. Aber es gibt wohl drei Kandidatinnen. Heißt also, wenn ich gegen die anderen nicht gewinne, war das Ganze hier umsonst. Dann hat sich dein Problem ja erledigt. Die anderen beiden sind nämlich wir, nicht? Ja. Siehst du? Einer von uns macht also auf jeden Fall das Rennen. Naja, kann schon sein. Ob dich, mich oder Cloud? Wen er auch wählt, ist völlig egal. Aber Aeris, ich will dich da wirklich nicht mit reinziehen. Gib's auf, die lässt sich eh nicht sagen. Ha? Klasse, Cloud. Du kennst mich ja schon richtig gut. Oh, schön. Okay. Was passiert jetzt? Tifa ist mit dazu gestoßen. Also wir haben jetzt tatsächlich, ich weiß gar nicht. Für sie habe ich keinen Dings, nee. Okay, Man wird uns sicher schon bald rufen. Ganz schön gruselig hier. Hier gibt's erstmal witzigerweise ein Energy Drink Potion. Also ein kleiner Laden. Dawn of the Slums. Das Lied holen wir uns natürlich. Genauso wie die Sachen, die hier ein bisschen im Angebot sind. Die holen wir uns auch gleich, ne? Was haben wir sonst noch? Ja, der Nietengürtel, den haben wir ja ausgerüstet. Platin-Ohrringe. Platin-Ohrringe sind tatsächlich besser als die, die Aeris trägt. Und Aeris braucht ja die Magie. Also da nehme ich auf jeden Fall die Platin-Ohrringe mit. Haben wir irgendwelche Dings nennen? Guck mal. So. Aeris. Statt Ohrringe kriegt sie die Platin-Ohrringe. Erhöht Magiewert um 10. Was schon mal ganz schön ist. Verkaufen. Accessoires. Ja, genau. Die Platin-Ohrringe. Und den Meisterschaftsgürtel. Ne? Den Meisterschaftsgürtel, bin ich ganz ehrlich, ne, brauche ich eigentlich auch nicht. Den verkaufe ich auch. So. Der war eigentlich an sich nur so einfach mal geholt. So. Also das meiste brauche ich ja immer nicht. Was hier so, ne? Nicht gut? Guten Morgen, meine Damen! Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Das ist euer Weckruf für die Brautschau. Hinter der Tür zu eurer Linken findet ihr eine Treppe. Wir sehen uns oben. Oh Gott. Okay, es geht los. Was ist denn in dich gefahren? Okay, zu der Linken. Na, hier ist dementsprechend... Ab nach oben. Und mal gucken. So, meine lieben Mädels, dann reiht euch mal schön auf. Kommt mir bekannt vor. Kennen wir uns vielleicht? Egal. Okay, seid ihr bereit, Mädels? Er kommt nämlich. Der unnachahmliche, unvergleichliche, allseits beliebte Dawn Corneo. Heißnecken.
Sehr schön. Entzückend. Welches Täubchen soll ich denn bloß nehmen? Hohi, hohi. Oh. Dich vielleicht, Schätzchen? Oder vielleicht doch lieber dich? Ich hab's! Ich weiß, wen ich nehme! Meine Braut für heute Nacht ist... Heute Nacht? Wenn du den Boss glücklich machst, darfst du vielleicht sogar etwas länger. Drecksschwein. Hä? Hey, wer von euch war das? Etwa du? Sehr schön, schön. Du bist ein Falke. Werd dir die Flügel schon stutzen. Heute Nacht leg ich dich auf dein breites Kreuz. Oh ja, die Widerspenstigen mag ich besonders. Oh, komm schon. Die anderen zwei überlasse ich euch. Sauber! Sag, welche nimmst du, Mann? Ich die hier. So, wildes Fältchen. Dann komm mal an meine haarige Brust. Du brauchst dich wirklich nicht zu zieren. Ist doch niemand hier. Wenn man genauer hinsieht, bist du ja richtig süß. Vergiss es. Oh ja! Diese Masche ist neu. Mehr davon. Wie so ein riesiges Baby. Was machst du da? Kümmer dich einfach nicht drum. Nur ein paar Erinnerungsfotos. Fotos sind mächtig. Sie machen euch Täubchen gefügig und willig. Abschaum. Mach mir noch mehr Komplimente. Hey, ihr Nasen. Wir haben hier Gäste. Seid nett zu ihnen, okay? Und vergesst nicht, euch später beim Don zu bedanken. Alles klar? Wir sind ja schließlich eine manierliche Bande. Genau. Don, 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 hurra! Also dann, meine Damen, sind Sie bereit? Bereit? Aber immer doch. Du auch, Tifa? Vier Mann. Also schnell und dann ab zu Cloud. Ich kenne ich doch. Die Arena! Was soll das? Aerith, runter! Miststück! Warte! Das nenne ich mal Wrestling. Entschuldigung, aber... Ne? Ab, Aerith. Hättest dich mal sehen sollen! Tja. Anjan hat mir alles erzählt. Hier habt ihr eure Ausrüstung wieder. Ich kümmere mich um den Rest. Viel Glück. Oh, vielen Dank. So schlimm ist der Typ also nicht. So, jetzt spielen wir ohne Cloud. Der müsste okay. In Corneos Zimmer sein. Ja, aber ich wollte jetzt hier erstmal gucken, ob hier noch was drum liegt. Wie zum Beispiel ein Molotow. Gute Nacht. Beeilt euch. Beeilt euch. Alles klar. Ach, schade. Ich hätte doch auch so gern mit den Mädels gespielt. Die sind sicher schon beschäftigt. Schnell zu Corneo rein. Zack. Was wollt ihr denn hier? Oh. Ihr seid durchgefallen! Nimm das, zack! Magischer Diener! Sehen, wie das hier ankommt?
Oh, magischer Diener hat. Sieht ja ganz gut aus. Beschwört ein Naturwesen, das zeitweise Magie wirkt und auf Einsatz von Magie und Fähigkeiten einen Zusatzangriff. Sehr gut, weiter so. Cool. Nee, da geht's nur wieder runter zu dem Dings. Okay. Dann wollen wir mal. So. Klopf, klopf. Mehr davon! Du Schnuckelchen! Ich komme! Hey, du Zicke! Das hat verdammt nochmal wehgetan! Hey, Kotsch, Sotsch! Bringt diesem Flittchen mal Manieren bei! Tut mir echt leid, aber deinen Hündchen ist gerade etwas unwohl. Was soll das? Cloud, hier! Oi? Du bist ja ein Mann! Was hat das zu bedeuten? Die Fragen stellen jetzt wir. Was wollten deine Männer in den Slums? Weshalb haben sie da rumgeschnüffelt? Wovon redest du? Hör auf, dich dumm zu stellen. Zum letzten Mal. Was haben deine Leute in den Slums gesucht, verdammt? Rede sonst. Schneiden wir ihn ab. Nein, bloß das nicht. Ich rede ja. Ich sag alles. Ich sollte einen Typen mit einem Klarnamen suchen. War ein Auftrag. Und von wem? Hohi! Wenn ich das sage, bin ich tot. Druck's nicht rum. Denn sonst reißen wir ihn ab. Hohi! Es war Heidegger von Shinra. Der Leiter der Sicherheitsbehörde. Heidegger. Shinra? Und was wollen die genau? Das kann ich nun aber echt nicht verraten. Ich würde es ja an deiner Stelle lieber mal tun. Denn wenn nicht, zerquetschen wir ihn. Hohi! Es ist euch ernst, was? Dann bleibt mir wohl nichts übrig. Shinra will Vergeltung üben. Und zwar an Avalanche, diesen Terroristen, die den Reaktor angegriffen haben. Die wollen die wortwörtlich platt machen. Und zwar, indem sie den Pfeiler der Platte zerstören. Wie bitte? Schwer von Begriff? Die Platte macht hui! Papapapapam! So wie bei dem Unfall in Sektor 6. Ihr habt das Trauerspiel doch sicher gesehen, oder? Und im selben Stil gibt's in Sektor 7 wohl bald eine Zugabe. Niemals. Tifa, Cloud, los! Nicht so schnell! Schnauze! Dauert nur einen Moment, versprochen! Hier ist die Preisfrage für euch. Wann sitzt Bösewichten die Zunge besonders locker? Kommt schon, das wisst ihr doch ganz bestimmt. Wenn sie sich ihr Sieges sicher sind. Wenn sie sich ihres Sieges sicher sind, nicht wahr? Oh, ganz genau! Und nun? Tschüsschen. Hohi! Reingefallen! War klar. Das war so halbwegs klar. Ne? Allein seine Art hat schon verraten, der hat noch irgendein Ass im Ärmel. So. Und vor allen Dingen ein bisschen hat man in den Sequenzen diese Tür, wer drauf geachtet hat, die Tür, Falltür hat man gesehen. Wie ist die Lage?
Die Turks haben übernommen. Ha, alles läuft nach Plan. Direktor, bitte überdenken Sie den Plan. Ich flehe Sie an. In den Slums von Sektor 7 leben rund 50.000 Menschen. Ach, Reef. Dann evakuieren Sie den Sektor. Wann entledigst du dich endlich dieser unangebrachten Naivität? Reef. Wir müssen die Räder ins Rollen bringen. Für unser aller Wohl. Kapitel 10. Im Labyrinth der Tiefe. Wo sind wir? Kanalisation. Stinkt ja bestialisch. So. Aber ich würde sagen, bevor wir die anderen beiden aufwecken gehen, war es das erstmal für diese Folge von Final Fantasy 7 Remake dieser Folge zumindest. Ja, in der nächsten Folge werden wir uns mal hier in der Kanalisation weiter umschauen, mal einen Weg nach draußen suchen. Und anscheinend ja, müssen wir Sektor 7 verhindern, dass der Pfeiler da kaputt gemacht wird. Also dementsprechend bleibt gespannt. Schaltet morgen wieder ein, wenn es dann weitergeht, hier an dieser Stelle.